Herzlich willkommen heute wieder in der Lutherischen Stunde mit Pastor Kopsingraven von der Selbstständig Evangelisch-Lutherischen Kirche, zugleich Gildenmeister der christlichen Briefmarkensammlergilde St. Gabriel. Es soll weitergehen heute mit dem Gebot, du sollst nicht töten. Dieses Gebot ist sogar zitiert auf Briefmarken aus dem Land Portugal, auf zwei Briefmarken, und sowohl in lateinischer als auch in portugiesischer Sprache. Diese Marken sind herausgegeben, um eine Kampagne zu unterstützen, die sich einsetzte für die Abschaffung der Todesstrafe. Wenn man es genau nimmt, ist hier eigentlich das fünfte Gebot nicht korrekt angewendet. Du sollst nicht töten. Wörtlich könnte man sagen, du sollst nicht morden. Es geht hier nicht um die Todesstrafe, das ist eine andere Problematik, sondern es geht hier, Gott verbietet uns Menschen, uns am Leben des anderen eigenmächtig zu vergreifen, aus welchen Gründen auch immer, dass wir ihm das Leben nicht nehmen. Er ist der Herr über Leben und Tod, und er kann das Recht auch, und das hat er auch, der Obrigkeit verliehen. Todesstrafe ist ein anderes Problem, das wissen wir. Aber es geht hier um unser persönliches Verhältnis zum Nächsten. Und das wird hier ja wunderbar an dieser Briefmarke über Kains Brudermord dargestellt. Ja, das ist in der Bibel der erste Bericht von einem Mord. Die beiden Brüder, Söhne Adam und Evas, sind beim Gottesdienst, ihren eigenen Gottesdienst, sie opfern, und weil das Opfer des einen, wie der andere sagt, günstiger ausfällt oder angenommen wird von Gott, wird er neidisch, und in seinem Neid und Zorn geht er hin und erschlägt seinen jüngeren Bruder Abel. Spannend, dass es hier um Ansehen und Anerkennung geht. Ja. Und das hat ja die Menschheitsgeschichte bis zum heutigen Tag beeinflusst und bestimmt. Immer wieder findet sich das auch im familiären, im beruflichen Bereich zwischen Völkern. Ja. Und es zeigt, wie eben auch der Missbrauch des ersten Gebotes dazu führt, dass der Mensch nicht mehr in Frieden mit anderen leben kann. Denn wenn jeder sich selbst zum Gott erklärt, dann ist nicht genügend Platz auf der Erde. Und das war schon bei Kain und Abel so. Das ist ein Übergriff in das Recht Gottes, der allein Herr über Leben und Tod ist. Es geht also nicht nur darum, das hat Martin Luther auch deutlich gemacht, direkt morden, sondern auch, du sollst dem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun, auch mutwilliges oder leichtfertiges Verletzen in Gefahr bringen, wie etwa im Straßenverkehr durch verrücktes Fahren. Ja. Das ist nach dem Sinn des Gebotes ein Verstoß gegen das göttliche Gebot. Und Martin Luther hat dann aber auch die positive Seite wieder herausgekehrt. Ja, ja. Und das finde ich sehr schön. Er sagt, nicht schädigen, kein Leid zufügen, sondern wir sollen ihm helfen und fördern in allen Leibesnöten. Mhm. Und dazu haben wir viele Beispiele, auch in der Heiligen Schrift. Und wir können auch im weltlichen Bereich viele Beispiele sehen. Das bekannteste Beispiel aus der Heiligen Schrift ist das Gleichnis, das Jesus erzählt von dem barmherzigen Samariter. Jesus erzählt, wie ein Mensch unter Räuber fällt, von ihnen halb totgeschlagen und ausgeraubt wird. Er liegt dort in seiner Not und es kommt einer aus dem Ausland vorbei. Ein Samariter von den Samaritanern, der ihm hilft, der seine Wunden versorgt, der für ihn sorgt, dass er wieder gesund wird. Und diese Briefmarke ist herausgegeben zugunsten des Roten Kreuzes. Sie kommt aus Griechenland. Und diese Geschichte vom barmherzigen Samariter finden wir auf vielen Briefmarken in vielen Ländern immer wieder zugunsten des Roten Kreuzes.
dass heute vielfach die Samariterdienste übernimmt. Und dann etwas anderes auch, hier sind zwei Krankenschwestern abgebildet. Das ist etwas ganz Besonderes, eine Frucht christlichen Glaubens und christlicher Nächstenliebe, die Pflege der Kranken. Ja. Und das hat dann auch heute in den sozialen Diensten, die gründen alle und wurzeln alle in diesem christlichen Gebot. Du sollst deinem Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die positive Seite des fünften Gebotes, dass wir die sozialen Dienste haben und damit eigentlich den Willen Gottes erfüllen. Ja, und das ist auch der ganz große Beitrag der christlichen Botschaft, eben zur Menschheitsgeschichte, eben zu sagen, der Nächste ist nicht der, der mir gefällt, sondern der Nächste ist der, der in Not geraten ist. Und ohne zu fragen, ob schuldig oder unschuldig, habe ich ihm zu helfen. Das ist die positive Wendung, die Christus hier reingebracht hat und die in dem Gebot, du sollst nicht töten, angelegt ist und von Luther so wunderbar auf den Begriff gebracht ist. Herzlichen Dank.